Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt direkt erstmal die Kollegen der Grünen an. Wir werden eurem Antrag zustimmen. Was mir nicht leicht gefallen ist, und nach der Rede des Kollegen Nuropo ist es mir eigentlich noch schwerer, aber wir werden zustimmen, weil wir durchgehend eine Sache in den Vordergrund stellen wollen. Es muss alles getan werden, um das Morden und Töten zu stoppen, um Menschen ein Überleben möglich zu machen. Das ist das, was uns bewegt. Und wenn man sich auf diese Position begibt, wird man vieles derzeitig erstmal aus den Auseinandersetzungen rausnehmen müssen. Natürlich muss man über die Zukunft von Syrien nachdenken. Also, wenn dieser verfluchte Krieg irgendwann mal zu Ende ist. Natürlich muss man mit Menschen aus Syrien selber über die Zukunft nachdenken. Natürlich muss man auch ein bisschen hinhören, was die selbst diskutieren. Ich habe von vielen Syrern, die in Menschenrechtsorganisationen arbeiten, die Forderung, jetzt sich an den Völkerstrafgerichtshof zu wenden, als kontraproduktiv gehört. Die schlagen vor, eine Wahrheitskommission einzurichten, Versöhnungsrunden oder wie man das formulieren will, ähnlich wie das, was in Südafrika passiert ist. Ich finde es vernünftig. Ich will nichts in die Debatte jetzt einbringen, was diesen Prozess, das Überleben sicherzustellen, gefährdet oder schwieriger macht. Ich bin froh, dass Putin hier in Berlin zugesagt hat, die Feuerpause zu verlängern. Kann man sagen, viel zu knapp, viel zu wenig, etc. Es rettet Menschen das Leben. Und ich bin froh darum, dass das passiert ist. Und ich möchte, dass dieser Prozess verstärkt und weitergeführt wird. Was soll denn das, wenn die Tür vielleicht einen Spalt offen ist? Die Tür wieder zuzuschmeißen, zu sagen Putin, der Kriegsverbrecher, etc. Wenn eine Tür ein wenig offen ist, dann muss man durchgehen und nicht erneut Sanktionen fordern, auch wenn das jetzt über die EU-Ebene in Gang gebracht werden soll. Wer das macht, nimmt es nicht ganz ernst mit der Frage, Menschen das Überleben zu sichern. Und ich habe den Eindruck, entschuldigen Sie, wenn ich das auch so zugespitzt sage, dass für einen Teil dieses Hauses antirussische Propaganda wichtiger ist wie die Klärung der Überlebensfrage. Das ist bei mir nicht der Fall. Das ist bei mir nicht der Fall. So, und dass wir dem Antrag der Grünen zustimmen, wo es um die humanitäre Hilfe geht, dann kann man unsere Syrien-Politik insgesamt kritisieren. Das ist mir relativ egal, das finde ich auch in Ordnung. Wir streiten uns ja darüber. Da kann man unsere Versuche mit Russland, aber auch mit anderen zu einem Ergebnis zu kommen, dass Bomben keinen Frieden bringen kann. Und ich habe Sie schon vorher auf diese Heuchelei aufmerksam gemacht, Ihrer Fraktion, dass Sie nicht in der Lage sind, die türkischen Luftangriffe auf die Kurdinnen und Kurden hier öffentlich zu kritisieren und sich das Maul zerreißen über das, was in Aleppo passiert. Dieses mit zweierlei Maß messen hilft überhaupt nicht weiter. Entweder man hält eine Linie durch, Bomben bringen keinen Frieden, dann überall, oder man sagt, unsere Freunde oder Verbündete dürfen Bomben, andere nicht. Und das macht sie in der Öffentlichkeit sowas an unglaubwürdig, dass sie das nicht reparieren können. Also, ich bin häufiger in Syrien. Hier in den Flüchtlingslagern diskutiere ich mit Syrern, ob sie nicht Zeitungen rausgeben wollen in den Flüchtlingslagern. Es gibt viele linke Syrer, die über die Zukunft ihres Landes nachdenken. Das möchte ich mit ihnen gerne machen. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn wir uns in dieser Art und Weise Refugee Welcome auch bemühen, dass sie in den politischen Prozesse eingeschaltet werden und nicht ausgeschaltet werden. Das ist die Linie unserer Fraktion und darauf bin ich auch ein Stück weit stolz oder zufrieden. Danke. Als nächste Rednerin hat Dr. Ute Fink-Krämer für die SPD-Fraktion das Wort.